Junge Hunde ans Fahrrad gewöhnen. Was zu Beginn teilweise mit Unsicherheit und Meideverhalten beantwortet wurde, läuft auf einmal wie am Schnürchen. Mit ein bisschen Zauberstaub, mit Leckerlis oder mit Rüge und einfach durchzehren. Nein, so gehen wir nicht vor. Aber gemeinsames Hinhören, gemeinsames Hinschauen. Wo drückt der Schuh? Was geht in dir vor? Was macht dir Angst? Was bereitet dir Sorgen? Und dann gezielt darauf eingehen, langsames Angewöhnen, kleinschrittiges Vorgehen und so langsam ein Vertrauen schaffen, sich trauen, auch aber mit den Reizen auseinandersetzen, nicht einfach nur vermeiden und wegrennen, nicht einfach nur das Ding angreifen, sondern dem Hund einen Weg aufzeigen, wie er sich damit konfrontieren und bekannt machen kann. Ja, und es war wirklich ein toller Morgen mit tollen Menschen, mit tollen Hunden und hat riesig Spaß gemacht, die Fortschritte zu sehen. Und ja, unsere Leute wurden auf die Gefahren aufmerksam gemacht, mit dem Hund an der Leine, am Fahrrad so zu fahren. Sie sind alle selber groß, sie wissen, was sie tun. Sie wurden auch auf die Unterschiede aufmerksam gemacht, ob man auf dem Land, auf dem Feldweg ein bisschen fährt, ob man den Hund frei hat, an der Leine hat, an der Velostange hat oder ob man im Straßenverkehr fährt. Ja, sie wurden darauf aufmerksam gemacht und sie sind eigenverantwortlich.